Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Schalke-Karriere. Und ja, wir gehen mit großen Schritten auf das Saisonende zu, die vorletzte Folge von dieser Saison. Und ja, wir brauchen definitiv Punkte, um nach Europa zu kommen. Und ja, die sollen am besten jetzt gegen Hertha auch schon her, die Punkte. Und ja, wir spielen auswärts im Olympiastadion und da sollen wir jetzt 3 Punkte mitnehmen nach Gelsenkirchen zurück. Und ja, im Laufe der Folge brauchen wir aber auch weitere Siege noch, damit wir dann im Saisonfinale in der nächsten Folge auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition haben. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt erstmal kümmern wir uns hier um das Spiel gegen Hertha. Und jetzt Hertha mit dem 1:0. Oh Mann, dann verlieren wir im Spielaufbau den Ball hier und dann sind wir hinten wieder vollkommen offen. Da stimmt irgendwie auch gar keine Zuteilung und ja, dann am Ende kommen die zum Schuss und machen hier das Tor. Ja, da ist Lukeba ganz knapp nicht dran und auch der Keeper ganz knapp nicht dran. Und ja, nach 8 Minuten Hertha jetzt vorne. Wo ist hier Kevin? Schade, spielt in die Mitte, der Ball kommt nicht an und dann, oh, holt sich der Kovacic den Ball, aber das gibt dann nur Abstoß. Oh, das wäre so eine gute Chance gewesen, aber leider nutzen wir die nicht. So gibt es die nächste Ecke für die Hertha, 29. Minute. Und dann, gut, den Ball hat dann aber Mamardashvili relativ locker. So, also jetzt vielleicht hier den Konter. Kral, ja, da brauchen wir wen anders, so wie Silas hier zum Beispiel. Ja, da muss der halt auch durchlaufen. Aber wir bleiben weiterhin im Ballbesitz. Kral durch auf Leveling und der trifft nicht. Mann, ey. Oh, wir vergeben wieder so viele gute Chancen hier. Jetzt müssen wir langsam hier mal wirklich treffen. Und jetzt Hertha mit dem 2:0. Mann, ey, da sind wir in der Mitte schon wieder so offen. Ey, das gibt's doch nicht. Da ist keiner bei dem, um den anzugreifen, weil sich da Lukeba nach außen orientiert zu dem Mann und der in der Mitte dann halt fehlt. Oh, Mann. Und Appelkamp, ja, da ist Lukeba ein Flügelspieler und dann ist natürlich dann der Zehner in der Mitte vollkommen frei. Weil Malik Chau gerade beim Stürmer war. Mann. Also das war jetzt wirklich eine sehr schlechte Verteidigung da. Und oh, jetzt kommen natürlich auch solche Pässe. Und ja, jetzt 2:0 für die Hertha. Das sieht nicht gut aus. Und jetzt ist Pause. Ja, jetzt gehen wir mit dem 0:2 hier in die Pause rein. Das ist noch nicht unmöglich, das hier zu drehen, muss man sagen. Wir hatten ja auch Chancen, also so ist es nicht. Und ja, Hertha aber etwas mehr Chancen. Aber gut, wir waren jetzt hier nicht chancenlos in dem Spiel. Wenn wir die Angriffe auch ein bisschen besser ausspielen, dann kann das was werden. Aber wir brauchen jetzt eine echt starke zweite Halbzeit, damit das hier noch was gibt. So, jetzt hier die nächste Chance für Kevin Schade. Der ist frei durch. Ja, da war das Dribbling ein bisschen schlecht. Jetzt der Nachkopfball und dann ist der drin zum 2:1. Damit sind wir jetzt wieder dran. 57. Minute, nur noch ein Tor Abstand. Ja, der Schuss war nicht wirklich überragend, aber dann kriegt er genau den Ball nochmal serviert und macht ihn dann per Kopf rein. Und ja, es ist hier noch über eine halbe Stunde. Wir sind nur ein Tor weg, also das könnte hier auch noch einen Sieg geben, wenn wir uns anstrengen. Und jetzt macht Hertha hier das 3:1. Mann, die können sich da im Strafraum den Ball zuspielen und wir kommen da einfach nicht ran. Oh Mann, wir kommen da einfach nicht ran und dann ist Malik Chau, rennt da sonst wohin, rennt da aus dem Strafraum raus. Oh, jetzt sind es hier wieder 2 Tore Abstand, aber gut, es ist nur auch noch fast eine halbe Stunde zu spielen, also vielleicht ist zumindest ein Punkt noch drinnen. So, jetzt hier die nächste Chance für uns mit Silas, Ball in die Mitte auf Kovacic und der ist drin, 3:2, damit jetzt ja noch eine knappe Viertelstunde vor Schluss, etwas weniger vielleicht. Kommen wir hier wieder auf ein Tor ran. Also ja, der Punkt sollte hier definitiv noch drinnen sein. So, schade. Mit einem langen Ball auf Leveling. Der kommt sogar an. Jamie Leveling und der trifft nicht. Der Keeper kann das noch parieren. Oh Mann, ey. Das wäre es jetzt hier beinahe gewesen. So, jetzt hier aber die Ecke. Kovacic, der ist gut auf Kral, aber der gewinnt dann nicht das Kopfball-Duell. Und dann der Pass geht leider nur zum Gegenspieler. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, damit verlieren wir jetzt 3:2, weil wir unsere Chancen nicht nutzen und weil wir auch teilweise ja hinten die wirklich einladen. Also ja, in der zweiten Halbzeit wir dann doch etwas näher reingekommen. War eigentlich ein ausgeglichenes Spiel und
Ja, die sind halt etwas effizienter vorm Tor und machen dann halt die Tore, während wir ja leider das Tor einfach nicht treffen und jetzt ganz knapp verlieren. Also zumindest ein Punkt wäre hier echt drin gewesen. So, jetzt geht es gegen den amtierenden deutschen Meister und ja, man sieht auch schon, warum die Meister sind. Also die haben hier teilweise Spieler wie Guardiol noch oder auch Lukaku vorhanden. Das sind dann natürlich brutal starke Spieler und ich glaube, Silva müsste auch Bernardo Silva sein, also auch eine 90 Gesamtstärke. Emile Smith Rowe, sehr talentierter Spieler. Also man sieht schon, warum die eines der besten Teams der Bundesliga sind. Und ja, gegen die geht es jetzt in der Simulation ran. Und wir verlieren das leider knapp mit 1-0. War aber ein ausgeglichenes Spiel. Das zeigt dann einfach, auf was für einem Niveau auch unser Team ist, weil so schlecht sind wir eigentlich auch nicht. Aber ja, also wir stellen uns halt dann teilweise in den Spielen echt dumm an, wenn man sieht. Also wir haben den schwächsten Spieler mit einer 81. Das sollte eigentlich schon für eine Champions League Qualifikation reichen, aber wir schaffen es einfach nicht, das auf den Platz zu bringen. So, jetzt sind wir angekommen beim zweiten selbstgespielten Spiel in dieser Folge. Es geht gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel müssten wir jetzt einfach gewinnen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, oben anzugreifen. Und ja, die Frankfurter auch bestimmt im Europarennen mit dabei. Ich habe jetzt die Tabelle nicht im Kopf, aber ich denke mal auch, dass die da mitmischen sollten. Und ja, ein Sieg wäre jetzt verdammt, verdammt wichtig. So, und da sind wir auch schon. Dieses Mal ja, auswärts im Deutsche Bank Park dürfen wir dieses Spiel bestreiten. Auch wieder ein Auswärtsspiel. Das erste Spiel war ja auch schon ein Auswärtsspiel, diese Folge. Und ja, jetzt müssen hier definitiv mal 3 Punkte. Ja, wir haben jetzt die ersten zwei Spiele in dieser Folge verloren. Das muss sich jetzt ändern. Also die Chance vielleicht für uns mit Leveling. Der sieht da oben Salazar. Der kommt sogar an der Ball und da kommt er dann auch nochmal zum Schuss und macht das 1-0. Ich dachte eigentlich, der Verteidiger hat schon den Ball, aber nein, Salazar kommt da nochmal ran und macht dann das 1-0 gegen die Ex-Kollegen. Gut, mittlerweile ist das auch schon echt viele Jahre her in dieser Karriere, dass er da spielt. Da erst noch geblockt und dann kommt er nochmal ran und macht die dann rein zum 1-0. Damit sind wir jetzt hier in Führung. Das ist doch schon mal ein Start, wie man ihn sich vorstellt. Also die nächste Chance für uns. Wieder mit Salazar. Der legt aber auf Leveling und der mit dem 2-0. Ich hatte schon Angst, der Ball kommt nicht an, aber der ist angekommen und Leveling mit dem 2-0, 19. Minute. Jetzt erhöhen wir hier sogar und bringen hier uns hier ein bisschen in eine etwas bessere Position rein. Hier einmal rübergelegt und dann gut. Keeper hat da keine Chance mehr und schon steht es hier 2-0 innerhalb von 6 Minuten. Ja, das sieht doch schon mal echt, echt gut aus für uns. Und das gibt es hier. Jetzt gibt es hier Elfmeter für Frankfurt. Oh Mann, ey, also das war wirklich vermeidbar. Da, ja, gehe ich da ran und dann. Eigentlich habe ich nicht mehr was gedrückt. Ich habe bloß, ich glaube, L2 oder R2, was wollen wir das war, gedrückt. Mehr nicht. So, jetzt hier der Elfmeter und der verlädt den Keeper Silva und macht hier das Tor. Damit, ja, steht es jetzt hier nur noch 2-1. Ja, Silva, Mamardaschwili springt da in die falsche Richtung und dann, ja, Silva, ganz cool, wenn Mamardaschwili stehen bleibt, hat er den Ball und ja, aber so der Ball drin zum 2-1 und ja, jetzt nur noch ein Tor Vorsprung, aber gut, wenn wir so weiterspielen wie vor dem Elfmeter, sollte das kein Problem sein. So, jetzt kommen wir hier mit gucken. Oh, und da kommt der Ball nochmal durch. Fast und Leveling muss da, wenn er da rankommt, dann ist es das 3-1. Aber jetzt bringen wir den Ball hier nochmal zurück. Wieder mit Leveling und der mit dem 3-1 jetzt. Halbe Stunde vorbei. Wir erhöhen auf 3-1. Sie ist wieder mit 2 Toren vorne. Oder hätten wir vorhin bei einem Abpraller bekommen und dann bringen wir den Ball aber nochmal zurück und dann. Ja, keine Chance mehr, da noch was zu machen für den Verteidiger. Der Keeper kommt auch nicht mehr ran. Der Ball geht perfekt ins lange Eck. Und ja, damit jetzt wieder hier 2 Tore Abstand. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Schade. Auf Leveling. Und der nicht mit dem Tor. Da hat er auch ein bisschen Probleme mit der Ballannahme. Und dann trifft er den Ball, glaube ich, nicht perfekt. Oder hat ihn nicht perfekt unter Kontrolle. Boah, das wäre jetzt beinahe das 4-1 gewesen. Also. Ja, das ist ein richtig starkes Spiel von uns und ich frage mich, warum wir so nicht immer spielen können. Die Frankfurter sind jetzt keine schlechte Mannschaft. Es ist jetzt nicht so, dass wir gegen den Tabellenletzten auf einmal anfangen, super zu spielen. Nee, das ist eine Mannschaft, die auf
ungefähr genau das hinarbeitet, was wir machen. Die wollen auch nach Europa. Und gegen die spielen wir auf einmal so stark. Und gegen Teams wie zum Beispiel Bochum, letzte Folge oder vor 2 Folgen, ich glaube eher vor 2 Folgen, da tun wir uns so schwer und kommen zu nichts. Oder gegen Teams, die auf einem ähnlichen Level sind wie wir, fangen wir auf einmal so an zu zaubern. Das kannst du doch auch echt keinem erzählen. Und jetzt ist Pause. Jetzt sind wir hier sehr komfortabel mit einem 3-1 in die Halbzeitpause rein. Und wir werden auch etwas wechseln, um die Leute etwas zu schonen. Leveling, wir probieren es wieder mit Leveling in der Sturmspitze und dann Lehmann und Guerra auf den Flügeln. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt noch viel ändern sollte. Also wir sind 3-1 vorne, haben jetzt auch die Defensive so gelassen, wie sie ist. Also ich denke mal, oh, jetzt läuft der Dono uns aus. Ich denke mal, das sollten wir jetzt auch trotzdem gewinnen, auch mit zwei neuen Leuten. Und es gibt also eine rote Karte für die Frankfurt. Das müsste so, nee, Ferreira ist das. Der sieht hier die rote Karte. Da spielt Kovacic einen Ball. Der wäre auch echt gefährlich auf Silas gekommen. Und dann wird der da so umgesetzt von Ferreira. Jetzt müssen die Frankfurter auch noch wechseln. Jetzt 3-1 im Rückstand und ein Mann weniger. Das sieht doch ganz gut aus für uns. Jetzt kommt hier bald durch und dann ist das leider nicht das 4-1. Oh Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. Ich glaube, das war Salazar. Beinahe hier mit dem Tor. Und jetzt war das hier abseits von Kovacic. Oh Mann, ey. Und jetzt die Frankfurter hier mit dem 2-4. Da sind wir jetzt viel zu passiv im Strafraum und Silva schnürt seinen Doppelpack da. Schauen wir den eigentlich nur zu und dann läuft da Luke auch in die falsche Richtung und dann ja, ist es das 4-2. Und ja, jetzt hier nur noch ein Tor, nee, zwei Tore ab. Oder? Nee, warte, ist es das 3-2? Ja, das 3-2 ist es nicht, das 4-2, deswegen war ich jetzt gerade selbst verwirrt. Und jetzt nur noch ein Torabstand so rum. Und ja, jetzt müssen wir uns hier anstrengen, damit das hier nicht nochmal eine Aufholjagd von Frankfurt gibt. So, jetzt kommt hier aber der Ball erstmal schön durch auf Silas und der mit dem 4-2. Jetzt steht es aber wirklich 4-2 nach einer Stunde. Und ja, damit ist das jetzt wieder etwas entspannter für uns. So, hier, da steht er halt auch vollkommen frei. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit einem Mann weniger spielt. Und ja, dann haben die halt solche Lücken hinten. Wir nutzen die und Silas mit dem Tor. So, jetzt hier der Abpraller landet hier bei Salazar. Der in die Mitte zu Silas und der wird dann da gehalten. Wie kann das denn bitte schon kein Elfmeter sein? Der hätte dann nur noch mit dem Fuß hingehen müssen und der Ball wäre drin gewesen. Aber der wird dann da umgeräumt und festgehalten vom Verteidiger. Also, ich glaube, in der Realität hätte das bestimmt einen Elfmeter gegeben, weil den Ball hätte Silas ganz klar bekommen. Und jetzt machen die das 4-3, die Frankfurter. 13 Minuten vor Schluss. Jetzt wird es hier wieder spannend. Also, die kommen hier jedes Mal ran. Das ist so ein Fehlpass. Also, das kann es halt echt nicht sein, dass da der Rechtsverteidiger so einen Fehlpass spielt. Oder ich glaube, sogar der Innenverteidiger war das. Nee, ich glaube, das müsste doch Dodo gewesen sein. Ja, der serviert da perfekt dem Stürmer den Ball auf den Fuß und ja, rein Cherki. Also, das ist eine brutale Mannschaft, die da haben. Und ja, macht jetzt hier das Tor. Vor allem, der war ja von Beginn an nicht mal dabei, der wurde eingewechselt. Also, das hätte ich auch gerne, einen rein Cherki, den ich einwechseln könnte. So, jetzt kommen wir hier aber. Guerra in die Mitte zu Silas. Oh, der trifft leider nicht. Das beinahe hätten wir hier wieder erhöht. Dann hätte uns das hier vermutlich endgültig den Puffer gegeben, den wir brauchen, um das zu gewinnen. Aber ja, leider nicht. Aber wir kommen hier gleich wieder zurück. Ball in die Mitte zu Silas. Und dieses Mal macht der es 5-3. Jetzt sollte es aber wirklich gewesen sein. Die sitzen noch knapp 5 Minuten, etwas mehr noch. Da sollten die jetzt hier keine 2 Tore mehr machen, die Frankfurter. Und wir sollten das jetzt hier gedreht haben. Ja, da sind die hinten einfach so offen. Und dann, ja, Silas in der Mitte vollkommen frei. Und der macht seinen Doppelpack zum 5-3. Also die nächste Chance für uns. Salazar legt da nochmal ab auf Guerra. Und der, ich wollte schon sagen, der darf heute auch nochmal. Aber nee, der darf erstmal nicht. Der macht leider nicht das Tor. So, jetzt hier aufpassen, dass Kovacic nicht wieder im Abseits stehen und die Flanke war ein Ticken zu mit zu wenig Power. Jetzt hier nochmal ein Ball in die Mitte und der kommt auch wieder nicht ganz an. So, jetzt sollte es hier aber eigentlich gewesen sein. Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit. Den Ball müssen wir eigentlich irgendwie abfangen. So, jetzt lässt den Angriff vermutlich noch durchlaufen für die Frankfurter mit Silva. Der legt nochmal
Habt dann nochmal den Ball in die Mitte geblockt und dann können wir das klären. Das sollte es jetzt gewesen sein. Jawohl, damit gewinnen wir 5 zu 3 gegen die Frankfurter. Wir hätten definitiv höher gewinnen können, indem wir ein paar Gegentore vermieden hätten. Aber ja, ich bin eigentlich schon relativ zufrieden. Ja, also so 2 Gegentore wären dann doch verdienter gewesen für uns. Vor allem das dritte, wo der Dodo einen perfekten Pass dem Stürmer in den Fuß spielt, der dann nochmal ablegt und dann ist das Tor. Und ja, jetzt aber immerhin gewonnen und mal das erste Spiel diese Folge gewonnen und 3 Punkte mitgenommen. So, und jetzt steht das Spiel gegen Union Berlin an. Gegen die haben wir jetzt so oft gespielt in dieser Karriere. Jetzt können wir auch mal gegen die simulieren. Und ja, das sollte eigentlich schon einen Sieg geben zu Hause gegen die. Und wir gewinnen das auch mit 1 zu 0. Wir waren echt stark und gewinnen dann nur knapp mit 1 zu 0. Aber Hauptsache gewonnen. Jetzt der zweite Sieg am Stück. Wir können auch gleich mal gucken, was das für die Tabelle bedeutet. Also wir sollten jetzt sehr nah oben rangekommen sein. Ja, Platz 9, sind aber immer noch 4 Punkte Abstand auf Platz 7. Also, ja, wir brauchen definitiv noch ein paar Punkte. Ja, 4 Punkte auf Platz 6 und Platz 7. Also, mal gucken, wie das nach dem letzten Spiel diese Folge dann aussieht. So, und jetzt sind wir beim letzten Spiel diese Folge angekommen. Ich denke mal, das sollte jetzt auch hoffentlich der dritte Sieg in Folge werden. Und ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Und ja, es gelingt uns, wir gewinnen auch wieder mit 1 zu 0, auch wieder eigentlich eine deutlich bessere Statistik für uns, aber nur knapp gewonnen. Aber wie gesagt, Punkte sind Punkte, die nehmen wir gerne mit. So, und jetzt sind wir angekommen beim Ende der Folge und beim Spiel gegen die Stuttgarter. Man sieht schon, uns trennen 4 Punkte, bedeutet ein Sieg in der nächsten Folge gegen die wäre verdammt, verdammt wichtig. Dann würden wir da echt nah oben rankommen. Und ja, die Wolfsburger haben schon gespielt, mit einem Sieg würden wir auch die überholen. Und wenn Köln das nicht gewinnt, würden wir auch die überholen. Also ja, ein Sieg wäre verdammt, verdammt wichtig, um da oben ranzukommen. Und ja, es sind nur 4 Punkte, gegen direkten Konkurrenten spielen wir jetzt. Und also wenn wir das gewinnen, und selbst wenn Köln gewinnt, sind es ja trotzdem nur 1 Punkt Abstand, dann auf die Plätze 6 und 7. Also ja, das ist ein Must-Win-Spiel, wenn wir noch nach Europa kommen wollen. Weil wenn, anders halt, wenn Stuttgart das gewinnt, sind es halt 7 Punkte Abstand bei noch 5 Spielen. Das sind dann 15 Punkte, was man noch holen kann. Und 7 Punkte Abstand sind dann schon einiges. Und ja, unten in der Tabelle sieht es so aus. Da ist auch noch echt alles möglich. Also da können auch Bochum, Darmstadt und Augsburg können auch in jeder Reihenfolge die Saison beenden. Und auch Freiburg und auch der HSV sind noch nicht ganz gerettet. Also eigentlich so bis Union. Könnte das auch noch was werden, wenn Augsburg eine Serie startet und die anderen mehrere Niederlagen in Folge kassieren, kann auch Union noch absteigen und ja auch um Europa, also auch die Gladbacher sind noch nicht raus, das ist so der Cut-Off-Point, bis Platz 11 kämpfen wir noch um Europa und ab Platz 12 ist dann eher Abstiegskampf und weiter oben sieht es folgendermaßen aus, die Frankfurter sind Vierter in der Tabelle und wir gewinnen wirklich locker, muss man sagen. Also wenn wir uns nicht hinten so dumm anstellen, gewinnen wir das halt echt locker gegen die Frankfurter. Und gegen Bochum vor 2 Folgen, die gerade Tabellenletzter sind, gegen die stellen wir uns so dumm an und verlieren das. Also, ja, und kommen zu nichts in dem Spiel und haben einfach gefühlt keine Chance, da irgendwas zu machen. Also das ist halt echt komisch, wie unterschiedlich das sein kann und ja, Meisterschaft sollte auch so gut wie entschieden sein. Gut, Bayern hat ein Spiel weniger, da wären es auch noch 6 Punkte. Das sollte Dortmund schaffen, aber gut, es ist Dortmund, da weiß man nie, ob die das schaffen oder nicht. Aber ja, wir schauen erstmal nur auf uns und Europa sollten wir definitiv schaffen. Ist eigentlich schon das Halbfinale im Pokal gespielt? Nee, noch nicht. Da, gut, entscheidet sich halt dann auch noch, ob Platz 7 wirklich reicht, aber das sieht eigentlich so aus, als würde das reichen Platz 7. Und ja, gut, nächste Folge brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen, was wir machen. Es sind noch 6 Spiele, die werden wir alle spielen und dann ja gegen Hamburg und Köln simulieren. Wobei ich mir überlege, ich glaube, wir werden gegen Köln spielen. Ich glaube, wir werden gegen Köln spielen, weil Köln ist halt auch ein direkter Konkurrent. Das ist verdammt wichtig, dass wir das spielen. Und dann werde ich die letzten 3 Spiele simulieren. Auch wenn es Dortmund ist, werden wir das Spiel gegen Dortmund simulieren. Vielleicht spiele ich die Highlights, wobei es sind 6 Spiele, also eigentlich ist es schon eine richtig lange Folge. Ja, aber ich denke eher, dass wir gegen Köln selbst spielen werden, weil die sind halt, ja, siebter, sieht man gerade. Gegen die wären 3 Punkte verdammt wichtig. Und ich glaube, das ist dann doch wichtiger, das zu spielen, als das Spiel gegen Dortmund. Aber ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann habe ich noch Zeit, mich zu entscheiden.
Und ja, das war's hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in 3 Tagen zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.